Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Mein Name ist Claudi, das ist Sammy und wir begrüßen euch ganz, ganz herzlich in unserer Welt. Heute haben wir ein Doppel-Unboxing. Sammy, nicht hinter mir verstecken. Du bist da des Ganzen. Frauchen rückt ja gleich zur Seite. Und zwar haben wir die Osterbrunch-Schatzkiste bestellt. Einmal für Katzen. Das ist nicht so relevant für Sammy. Aber diese hier ist sehr relevant. Und zwar ist das die Osterbrunch-Box für Hunde. Und wenn ihr Bock drauf habt, mit uns zusammen diese beiden Kisten auszupacken, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Es gibt auch in diesem Video eine Box für Hunde und eine Box für Katzen zu verlosen. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau gerne einfach mal vorbei. Die Box, also diese Soroyal-Schatzkiste, die erscheint immer mal wieder. Also es gibt eine zu Weihnachten, eine zu Ostern, eine irgendwie im Herbst, glaube ich, auch oder Sommer oder so. Ja, also es gibt da, ich glaube, viermal im Jahr oder so hauen die mal eine Kiste raus. Die sind recht günstig, ne? Und du hast da coole Produkte drin. Du hast da Naschis drin, du hast da Sammy hat einen ziehen lassen. Boah, junger Mann! Du hast da Nassfutter, Trockenfutter, Spielzeug und Snacks mit drin. Puh, der Mann, also Junge. Junge, ich würde hier gerne einmal lüften, aber das ist halt auch irgendwie blöd, ne? Egal, wir schaffen das. Das ist ja schon ein kleiner Bioangriff von dem kleinen Mann, so nach dem Motto, Frauchen, mach hinne. Ich mache dir das hier so ein bisschen ungemütlich, damit du auch ein bisschen schneller quatscht, ne? Okay, die Hundekiste ist ein bisschen größer, schwerer, kostet aber auch, ich glaube, 2 Euro mehr als die Katzenschatzkiste. Und wir machen die mal auf. Tada! Jetzt wird er wild, ne? Jetzt, so sieht das aus. Wir haben natürlich erstmal so ein paar Flyer mit drin. Gewinnspiel, Gewinnspiel. Und bei der nächsten kannst du sparen. Ich verliere meinen Code eh wieder. Ich kann doch meinen Code... Wie heißt der denn? Petfluencer? Nee, das ist... Nee, hier ist gar kein... Hier ist gar nicht irgendwas mit Sparen mit dabei. Keine Ahnung. Hier habe ich dann tatsächlich die Produkte einmal abgebildet. Die Preise kann ich mir raussuchen. Ne? Wir bestellen auch gerne mal bei Zooroyal und lege ich mir zur Seite. Dann haben wir hier tierische Internetstars. Petfluencer 2021. Ach, wie witzig. Können wir Sammy auch mal als Panini-Bild bitte haben? Ich würde mich ja freuen, ne? Aber ich glaube, das ist vorbei. Da konnte man Bilder einsenden. Das finde ich witzig. Das ist das Panini-Sammelalbum für die Pet. Finde ich witzig. Ach, schade. Da hätte ich ja gerne Sammy mit drin gehabt. Ach, Mensch. Das habe ich verpasst. Mensch. Aber das wäre cool gewesen, ne? Egal. Und hier haben wir dann wirklich die prall gefüllte Box. Finde ich total klasse. Und jetzt starten wir einfach mal. Wir haben jetzt gerade die Tuff Cookie Box auch ausgepackt. Guck mal, wie der guckt, ne? Das heißt, Sammy hat eigentlich schon sein Abendbrot gut hinter sich gebracht, aber wir fangen einfach mal mit diesem Produkt an. Und zwar haben wir hier von der Zooroyal Eigenmarke Individuell Care Mini Hühnchensticks mit Fisch. Wir haben hier auch, ja, nicht irgendwie für große Hunde oder kleine Hunde die Abgrenzung, sondern du hast hier sowohl große Hundesnacks als auch kleine Hundesnacks mit bei, was ich persönlich eigentlich ganz cool finde, weil ja Sammy halt mittelgroßer Hund ist und der frisst halt alles, ne? Bei kleinen Hundesnacks, hallo, ich will immer in sein Ohr beißen, aber ich glaube, ich darf nicht. Bei großen Hundesnacks kannst du die ja notfalls halt auch klein machen, ne? Ja, das hat gut funktioniert. Ich wollte gerade sagen, ist voll super, weil wieder verschließbar. Dabei hat sie es gerade aufgerissen. Ist das ein Frauchenfell gewesen? Du rückst mir gerade ganz schön nah auf die Pelle, kleiner Mann. Mhm. Laber nicht. Liefer mir Essen, Frauchen. Die sind sehr weich. Mhm. Mit einem Haps in dir Mund. Ne? Das sind so kleine Sticks. Ganz kleine, feine Sticks. Siehst du den Stick, Sammy? Nicht, dass Frauchen noch eine ganze Tüte damit in der anderen Hand halten würde, aber ist okay. Du bist ein Wurm. So, einen noch und dann müssen wir aber weitermachen, denn da sind noch viel mehr andere Sachen drin. Die musst du alle ausprobieren. Alle. Das lege ich mal zur Seite. Dann haben wir hier von Christophorus Soft Imbiss. Sowas haben wir irgendwie immer auch mit dabei. Finde ich ganz cool. Ich glaube, die hatten wir auch schon drin. Mit Hirsch und jo. Ne? Einmal vor Sammys Nase halten. Zack. Auch die wären theoretisch wieder verschließbar. Ich fülle mir das aber gerne immer um in diese IKEA-Einmachgläser quasi. Ne?
Das ist, mag ich einfach von der Optik lieber, als wenn man da 5 Milliarden auf einer Packung stehen hätte oder so. Das sind so kleine Mini-Knochen. So, ich hau die aus. Und wenn mir die Sachen zu klein sind oder Sammy die Sachen zu klein sind, dann mache ich die halt gerne im Sommer dann so in Hundeeis oder sowas rein. Das mag der auch ganz gerne. Ja, das ist übrigens ja, auch getreidefrei, ohne Zuckerzusatz, ohne künstliche Farb- und Aromastoffe, wenig Fett. Also bei diesen Boxen, ich weiß gar nicht, irgendwo hatten die das auch mal mit reingeschrieben, dass sie da sehr oft auch getreidefreie Produkte drin haben. Ich schmeiß jetzt mal schnell einen Blick über alles drüber. Genau, da ist auch alles getreidefrei, das ist nett. Und zuckerfrei. Genau, alles getreidefrei und zuckerfrei. Überrasche deinen Hund mit der Schatzkiste zu Ostern. Tja, hast du ja erst Glück gehabt. Kann 2 Wochen vor Ostern das auspacken. Heute ist der 21.03., aber vielleicht lade ich das Video zu Ostern hoch. Mal gucken. Zum Thema Osterbrunch gibt es tolles Spielzeug sowie schmackhaftes Futter und Snacks mit weizenfreier Rezeptur, darunter viele Produkte ganz ohne Getreidezusatz. Ne? Ist toll, ne? Kann Fräuchen gut lesen? Einfach wie versteinert hier. Okay, die hatten wir jetzt auch schon ein paar Mal öfter. Also, ich hatte mir tatsächlich eigentlich gehofft, dass wir auch ein bisschen mehr Abwechslung mal bekommen. Sammy ist das vollkommen Schnuppe. Das wissen wir alle. Es ist ein Hund, ne? Den interessiert jetzt nicht die unterschiedliche Packart, aber ja, genau diese Flügelstreifen hatten wir letztes und ich glaube sogar auch vorletztes Mal mit drin, aber die schmecken ihm halt, ne? Das sind halt so richtig softe Streifen, Hühnerbrust getrocknet, nur 2% Fettgehalt. Der haut das weg wie sonst was, ne? Der liebt die Dinger auch und man kann ihm die auch schön geben, die riechen angenehm. Ne? Hühnchen ist lecker, Sammy sagt. Pass ich schon auf? Willst du noch einen? No. Ja, also dementsprechend ist es eigentlich ganz cool, aber ich hätte mir gewünscht, dass man hier ein bisschen mehr Abwechslung hat. Aber das waren jetzt, glaube ich, hatten wir nur 3 Snacks hier drin, Sammy? Das ist interessant, weil jetzt kommt ganz viel Trocken- und Nassfutter und Spielis. Spielzeug kann ich euch mal zeigen, dass wir das wird safe nicht lange überleben, Sammy. Nö. Das ist von Aumüller Hundespielzeug, ein Croissant mit Quietschi. Ja. Also das werde ich Sammy geben, dann wird er das 3 Sekunden haben, auseinanderpflücken und dann ist es tot. Also das wird nicht lange halten. Das ist auch so ein Filzstoff, ne? Sammy kriegt von uns normalerweise ein Tau oder irgendwelche Spielzeuge, wo er ein bisschen länger was von hat. Hier habe ich meine Schere. Das, wie gesagt, da hast du nicht lange Spaß mit. Also er hat dann leider keinen großen und langen Spaß damit. Wenn du jetzt einen ganz, ganz kleinen Hund hast oder einen sehr vorsichtigen Hund oder so. Ja, ist ein Quietschi mit Beinen, ne? Dann hält sowas länger, aber so, ja, darfst du haben. Und er so, ne, wenn du nicht richtig mit mir spielst, dann will ich das eh nicht haben. Und gleich, wenn wir aus dem Zimmer raus sind, dann wird das genommen, zerfleddert, ein Frauchen darf wieder die ganze Geschichte wegmachen. Jetzt schämst du dich? Jetzt schämt er sich. Okay, dann haben wir hier drin so einen Knochen, das ist aber merkwürdig. Nyla Bone Choose Best Extra Durable. Hä? Fordert aggressive Kauer. Sammy ist kein aggressiver Kauer. In der Größe L, was natürlich nice ist, aber das wird ihn herzlich wenig interessieren. Also Sammy kaut jetzt nicht auf Plastik drum, muss ich gestehen. Also dementsprechend, ja, da ist auch irgendwie Hühnchen mit drin, steht da drauf. Hä? Ist es da mit bei? Es ist wirklich hart. Ich verstehe das Produkt erstmal nicht. Für Hunde mit einem Körpergewicht bis zu 23 Kilo. Das ist er. Es ist wichtig, dass sie die richtige Größe und Art des Kauknochens gemäß Alter, Gewicht und Kaustärke ihres Hundes auswählen. Kauknochen, die nicht zum Verzehr bestimmt sind, sollten groß genug sein, damit sie das seitliche Kauen anregen und nicht das Kauen von oben nach unten. Okay? Wenn sich mehrere Hunde in ihrem Haushalt befinden, sollten sie einen Kauknochen auswählen, der sich für den größten, stärksten Kauer unter ihren Hunden eignet. Ja gut. Beaufsichtigen sie ihren Hund immer, wenn dieser den Kauknochen und das Spielzeug nutzt. Aber hier steht nämlich Chicken drauf. Also es soll nach Hühnchen schmecken. Sammy, schmeckt das nach Hühnchen an der Knochen? Ist das irgendwie Plastik mit Hühnchen? Ich weiß ja nicht. Willst du das mal ausprobieren, Maus? Muss aber mal hier hinkommen. Kann man da auf diese Seite? Kannst du mal gucken. Komm, wir machen jetzt mal so einen Test. Willst du riechen? Nee. Wie kriegt man das denn da raus? Plastik oder was auch immer. Nylon, also Nylon dann wahrscheinlich, ne? Mit Hühnchen gespackt.
Weiß ich nicht. Findest du es geil? Es ist einfach so ein Plastikding. Willst du es haben? Ich glaube, der hat da eher Angst vor. Ich leg's mal dahin. Nee, das findet er nicht cool. Oder? Nee, vollkommenes Desinteresse. Läuft. Okay, jetzt haben wir hier Nass- und Trockenfutter drin. Dafür hole ich mal eben kurz einen Napf und einen Löffel. Bleib. Hat er gut gemacht. So, jetzt habe ich nämlich eben schnell einen Löffel geholt und den Anti-Schlingnapf aus der Tuff Cookie Box. So, wir haben hier nämlich super viel Nass- und Trockenfutter drin. Hier haben wir einmal von Belcando Finest of Salmon oder das Finest GF Salmon, Rezeptur ohne Getreide, Holistic Nutrition. Das ist mit Lachs, das ist schon mal ganz nice, ne? Also kann man sich nicht beschweren. Und das andere ist, unterstützt das Immunsystem. Optimal für Haut und Fell. Vitamin D3, das ist auch schon mal stimmungsaufhellend für dich, Mausi. Aber das hört sich auf jeden Fall für dich sehr gut an, ne? Ich glaube, das kriegst du auch. Happy Dog Natural Life Konzept bietet deinem Hund eine ernährungspsychologisch sinnvolle Kombination aller lebensnotwendigen Vitalstoffe. Na guck. So, also das Happy Dog bekommst du auf jeden Fall. Und jetzt gucken wir mal, welches Nassfutter wir nehmen. Hier haben wir nämlich zwei kleine. Anemonda vom Feinsten mit Geflügel und Kalb könnte ich ihm damit reinmachen. Oder, das ist neu, ich glaube, das nehmen wir. Pute mit Zucchini und Löwenzahn, Sammy. Hm? Das ist doch was von Wow. Das ist das hier. Ich glaube, das kriegst du. Dann haben wir hier auch noch von Liebesgut was drin. Biorind, das finde ich auch schön mit Zucchini und Reisflocken. Da wird er schon ganz nervös. Ich möchte hier haben. Ja, ja, ich weiß, du bist ein verhungernder Hund. Und von Manufaktur Hardys, Kraft, Huhn und Möhre einfach zwei Hauptzutaten. Das hätten wir auch noch. Und, also da haben die jetzt sehr viele Grundfutter reingepackt tatsächlich. Pauls Beute mit Wild, auch ganz nett. Marci, falsche Seite, geh auf die Seite. Komme ich das mal eben hier zur Seite. Herrchen hat nämlich gerade angemerkt, er hätte gerne die Kartons für seine Klemmbausteine. Sammy, komm mal rum. Hier. Auf die Seite. Ich weiß, du hast Bock. Hier mache ich das nämlich auf. Dann ist das jetzt quasi zusammen mit diesen ganzen anderen leckeren Geschichten dein Abendbrot. Ich jetzt erstmal das Trockenfutter. Oh, das wird dann nicht gelegt. Aber das macht er meistens. Ist für später. So, und hier haben wir jetzt das Wow, die Pute. Ich glaube, das kann ich dir auch schon direkt rein. Was ein Sabberfaden, kleiner Mann. So, zack. Eine Pastete. Ne, die mache ich dir aber kleiner, sonst gehst du da mit Stiften raus. Ich kenne dich doch. Natürlich jetzt mit dem Anti-Schlingnapf eine ganz coole Geschichte, wobei Sammy das eigentlich nicht braucht. Ne? Also Sammy schlingt jetzt bei weitem nicht. Also der ist immer sehr genüsslich. Möchtest du vielleicht erst den Löffel ablecken, Max? Andere Seite auch noch. Hier, Sammy, hey, hier wäre noch was. Ja, ja, du hast es verstanden, ich merke das wohl. Na gut, da ist noch mehr drin. Dann gönn dir hart. Okay, dann kann ich ja in der Zeit... wo er da am Mampfen ist, euch die Schatzkiste für Katzen zeigen. Und zwar ist das dieses Schätzelein. Ja, Osterbrunch für die Katze. Ne? Da haben wir auch ein bisschen Werbung mit drin. Und ein Heftchen, wo drin steht, was drin ist. Auch hier die Panini-Geschichten. Ich finde das ja ganz süß gemacht. Ne?
Dann haben wir hier eine Möhre. Und das dürfte so mit Katzenminze oder sowas sein. Da stehen die ja immer so drauf, ne? Eine Karotte von Aumüller. So ein Spielzeug. Baldrian Katzenspielkissen, ja. Also diese Box bekommt dann auch tatsächlich jemand. Und wenn ihr das Video seht, ist die Box auch schon bei Marion eingetroffen. Dann habe ich hier Huhn und Kabeljau. Ministreifen, schmackhafte Proteinquellen von Minkas. Das sind diese hier. Finde ich auch ganz, ganz süß, ne? Also ich kann zu Katzensachen nicht viel sagen, das wisst ihr. Dann habe ich von Jim Cat Ente verfeinert mit Katzenminze. Und das ist auch sehr proteinreich. Dann haben wir von Aumüller noch ein Baldrian Katzenspielkissen. Das ist eine Kamera. Finde ich, also, ne? Alleine so vom Bild her finde ich es süß, ne? Also ich fände es auch süß, wenn Sammy mit einer Kamera spielen würde. Dann haben wir von Leonardo Duck with Extra Pulled Beef. Nice. Aber ich finde die Katzenbox immer ein bisschen kleiner gestaltet. Ne? Ich meine, ja, die ist auch ein bisschen günstiger, aber trotzdem. Cats Love Lachs Pur haben wir hier auch mit drin, mit natürlichem Gelee. Mir fehlen Arme. Arme, Beine und sonst was. Dann haben wir von Manufaktur Hardys Love Affair Rind getreidefrei. Das ist dieses hier. So eine kleine Dose. 200 Gramm sind in diesen kleinen Dosen drin. Hier haben wir noch eine kleinere Dose. Das ist von Mia Moore Pastete mit Rind. Da sind 85 Gramm drin. Na du? Möchtest du jetzt ein Quietschi haben? So als mir das nicht auf meine Pfote. Dann behalte ich das. Ich meine, Croissant. Vielleicht finde ich das total cool. Möchtest du es haben? Aber vielleicht möchte ich es auch behalten. Oder möchtest du es haben? Ich lege es dir hin. Interessiert ihn nicht, ne? Das mit dem Croissant finde ich nach wie vor etwas merkwürdig und ich glaube wirklich, dass er da Angst vor hat. Nyla Bone. Ich lege dir deinen Knochen da mal hin. Läuft. Von Max Geflügel und Cranberry haben wir hier auch noch in einer kleinen Dose mit dabei. Dann befindet sich Venandi Animal Premium Katzenfutter hier mit drin und das ist mit Rind. 300 Gramm. Schon kleine Portionen, ne? Dann haben wir hier Animonda vom Feinsten. Sieht schon ganz süß aus. Eine kleine Nassfuttergeschichte ist das. Mit Huhn und Milchkern. Sowas finde ich schön. Das sind ja von diesen Milkies, ne? Da stehen Katzen ja tierisch drauf. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und als letztes ist in der Katzenbox mit drin von Mera Country Taste Snacks. Ja. Und auch das mit Huhn. Ja. Ist ganz schön. Da kann ich aber, wie gesagt, nicht wirklich viel zu sagen. Sammy, möchtest du jetzt die andere Seite vom Löffel ablecken? Ja, jetzt, wo der Napf leer ist, ne? Komm, alles mitnehmen, was geht. So, du hast übrigens an dieser Seite vom Napf was vergessen. Da ist noch was dran. Willst du es ablecken? Na gut. Okay. Ja, also das waren jetzt die Zoo Royal Osterbrunch-Boxen. Ich muss sagen, die Osterbrunch-Box für Hunde war ganz gut gefüllt. Wir haben sehr viel Grundfutter, Nass- und Trockenfutter. Das, was ich persönlich ein bisschen vermisst habe, ist halt diese... ja, diese vielen verschiedenen Snacks, was wir ganz zu Anfang auch mal mit dabei hatten, als ich die so die ersten Male so mir bestellt habe, ne? Das fehlte mir jetzt ein bisschen, aber ich finde schon, dass sie eine gute Auswahl getroffen haben. Also Sammy wird es schmecken, der wird ja seine Freude mit haben. Das mit diesen komischen Knochen verstehen wir beide, glaube ich, nicht so wirklich. Aber ja, das war es jetzt hier tatsächlich von uns und ich drehe mich ein bisschen. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns auch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von uns. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Sammy-Videos. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite hier noch ein Video von mir. Und auf meiner Rübe kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!